Und damit herzlich willkommen zurück zu Witcher 1 mit Mir, hi. ihm. Hi. Und wir rauben immer noch die ganzen Leute aus, bevor wir mit ihnen reden. Deshalb haben sie bald nichts mehr. Hallo Bauer. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Was haben die gegen die Hexe? Er säuft erstmal. Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dieser Ort stinkt. Köstlich. Okay, sie hat einfach die Stimme von einer alten Frau. Cool. Ja. Ich werde es heute Abend nochmal versuchen, wegen der netten Bardame, mit der wir ein schönes Essen haben wollen. Erst ausrauben, dann reden. Die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Meine Kuh muss gemolken werden. Ja, dann merk sie halt. Die haben ja irgendwie alle nicht so viel zu erzählen. Ich sollte wirklich den Scheiß über die Kräuter lesen. Kacke, ey. Kann ich nochmal alles ablaufen, um alle Kräuter aufzuheben, ey. Ja. Wobei das vielleicht gar nicht so schlau ist, man hat ja auch nicht so viel Platz im Kräutertaschchen. Na, die Häuser sehen auch alle gleich aus von innen. Köstlich. Ich hoffe, die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Die Männer sagen alle, oh, die Hexenhure hat ein Auge auf mich geworfen. Alle. Sumpfungeheuer. Man findet ein Buch über die Sumpfungeheuer übrigens. Das lese ich jetzt erstmal. Sumpfungeheuer. Das Bestarium beschreibt Sumpfungeheuer. Ertrunkene Tote und Blözugina, glaube ich. Es bietet Informationen über Methoden, mit denen sie zu bekämpfen sind, und über alchemistische Zutaten, die sich aus den Kadavern dieser Ungeheuer gewinnen lassen. Fügt einen Beitrag hinzu, danke, ertrunkene Tote. Zunge des ertrunkenen Toten, was? Ja. Okay. Okay, also kann ich jetzt noch mehr aus den Fickern rausnehmen. Toll. Hallo? Oh, Bauer, Bäuerin. Ah, Kiste, gut doch. Ich klaue den Leuten ihren letzten Feuerstein. Das ist doch schön. Ja. Hallo, Bauer. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Köstlich. Okay, wundervoll. Alle reden über die Hexe. Alle männlichen. Und die weiblichen erzählen nur von ihrem Essen, was köstlich ist wohl. Gut. Wundervoll. So. Scheiße, Mann. Mein letzter Part ist noch gar nicht verarbeitet, während ich den nächsten schon wieder angefangen habe hochzuladen. Ist doch gut. Wo ist das Problem? Das vielleicht 1000 Jahre dauert, so eine Scheiße zu verarbeiten, Alter. Dafür hasse ich YouTube. Warum? Weil das Verarbeiten 1000 Jahre dauert. Und wo ist das Problem? Scheiße, Mann, warum geht das nicht schneller? Weiß ich nicht. Siehst du, das ist das Problem. Ja, und wo ist das Problem, wenn du sowieso erst in der Woche veröffentlichst? Ja, aber ich möchte, dass ich jetzt schon hochgeladen ist. Ach, die hier war ich schon drin. Ist doch schon okay, das wird schon verarbeitet. Ja, das dauert 1000 Jahre. Ja, ist doch egal. Ja, was scheiße. Nein, ist es nicht. Warum muss das 1000 Jahre dauern? Sachen. Das ist wichtig. Things, meinst du? Things. Aua. Was war das denn? Oh, ich level schon wieder fast. Und ich habe das letzte Level noch gar nicht ausgegeben. Fällt mir gerade auf. Möchte ich aber auch gerade nicht machen eigentlich. Tür zum leerstehenden Haus, da waren wir glaube ich drin, in dem auch. Mit den Leuten haben wir alle geredet. Da hinten steht schon wieder 6 Tonnen Schöllkraut.
Unten haben wir alles erkundet, jetzt fehlt uns nur noch rechts und oben. Gut, die Häuser haben wir durchsucht. Da sind Gänse, kann ich Gänse abhaken? Weiß ich nicht, hab ich nie gemacht, ich glaube nicht. So wie in Skyrim, dann hassen einen alle nur, weil man Huhn getötet hat. Ja, kann ich verstehen. Ich rede jetzt mit Abigail. Was wollt ihr? Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Okay, sie will mir also das perfekte Buch verkaufen. Kräuterkunde. Linksklick auf bestimmte Pflanzen, um Kräuter zu sammeln. Tipp. Die Kräuterkunde in der Gruppe Intelligenz ist erforderlich, um Kräuter zu sammeln. Ihr müsst Wissen über entsprechende Pflanzen besitzen, das ihr in Büchern finden könnt. Ihr könnt Kräuter auch von Kräuterkunde lernen. Kräuterkunde kaufen. Okay, ich suche mir also den nächsten... Ich kann ja bei ihr mal das Buch kaufen. Ich hole mir jetzt erstmal den nächsten... den nächsten Punkt, den ich noch kriege. Und hack da mal eben nach, ob ich das nicht... Ach, warte mal. Ich könnte bei ihr aber schon mal gucken, was das Buch kostet. Und dann gucke ich mal nach, ob es in der Stadt das gleiche kostet. Ich schätze zwar, dass es überall das gleiche kostet, aber... Probieren kann man es ja, ne, Freddy? Mhm. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, wann ich angefangen habe. Ja, nicht. Shit. Überfeldpflanzen. Ein Herbarium. Es ermöglicht einem, verschiedene Pflanzen, die rund um Vizima wachsen, zu identifizieren. Große 200. Sumpfungeheuer brauchen wir nicht mehr, habe ich. Buch der Tiere. Könnte ich mir kaufen, kostet 100. Buch über Gästen. Kostet auch... Ne, kostet nur 50. Na, weiß ich nicht. Ertrunkenen abwehrender Talisman. Okay. Geisteröl. Kranke Sachen gibt's ja da. Juli, dann gucken wir jetzt mal in der Stadt nach und dann entzünden wir uns ein Feuer. Ne. Gott. Bist schon wieder müde? Ja, Mann, ich bin heute Morgen erstmal frühstücken gegangen. Ich nicht. Richtig früh. Aber war lecker. Um 12 Uhr aufgestanden oder halb. Ich weiß, wenn du angekommen bist. Das war schon richtig spät. Da habe ich dich ja nur noch direkt angeschrieben. Da habe ich gerade was zu essen gemacht. Okay. Konnten wir bei Olaf nicht was kaufen? Wer ist Olaf? Der Schankwirt. Nein, da konnten wir lagern. Wo konnten wir tanken? Wo konnten wir kaufen in der Taverne? Ach, beim Antiquar. Ja. Da ist es. Kostet hier auch 200. Schade. Das Buch der Tiere kostet hier 100. Sumpfungeheuer kostet hier 200, habe ich aber schon. Foliant der Angst und des Schreckens, Band 1. Erster Band eines Werks über Nekrophagen. Bietet Informationen über Ghule und Gravier. Die Alchemie Sherikans. Alter, der viele Bücher. Aber die würde ich normalerweise alle kaufen. Mach halt. So viel Geld habe ich nicht. Pock, Pock, Klonk, Pock, Pock, ja danke, Pock, Pock. Oh, das nervt.
Ich habe mir übrigens mal durchgelesen, was helfen soll, die Scheiße zu beschleunigen, ne? MP4-Dateien hochladen. Macht Shadowplay nicht MP4-Dateien? Ja. Ja, hat super funktioniert. Okay, ich habe 6 Talentpunkte zu vergeben. Intelligenz. Trankbraun. Mondaufgang. Ritual, Zaubern, Bombenherstellung, magische Raserei. Okay, also nichts Interessantes. Gut, Stärke. Das war das, wenn man besoffen ist. Macht aber auch nur mehr Schaden. Weniger ausweichen, weniger parieren, das will ich nicht. Position, parieren plus 10. Regeneration, wieder die Zielregeneration plus 1 die Sekunde. Raufhandel, schaltet Machtverstärkung im Faustkampf frei. Das erfordert alle Silbertalente. Wann kriegt man Silbertalente, weißt du das? Nö, hab noch keine bisher. Wahrscheinlich, wenn hoch genug ist oder so. Wahrscheinlich. Gewandtheit 2, Angriff 5, Ausweichen 5, Blendresistenz 5 und Einschärung. Pfeile ablenken. Gerald erhält die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Damit hatte ich noch kein Problem. Wegestoß, parieren plus 10. Faustkampf. Schaltet alle Bewegungen im Faustkampf frei. Ausdauer. Schwergewicht. Dauer eines Alkoholrauschs minus 50%. Mutation. Will doch keiner. Ausdauer 3, Ausdauerregeneration 5, Giftresistenz, Schmerzresistenz, das hört sich gut an. Was sind Orte der Macht? Giftresistenz plus 50. Ausdauerregeneration. Erfordert Schüler. Schüler, Winkel 180 Grad, bewirkt Niederschlag. Kaufen wir uns mal. Gut. Sind wir soweit, ne? Meditieren wir mal eine Runde. Ich habe jetzt einmal gelevelt. Ich habe Hunger. Hast du immer? Ich weiß. Ich überlege jetzt gerade, was ich esse. Gut, was sollten wir jetzt machen? Ach ja, das Buch kaufen. Ich kurz muten. Leute, soll ich mir das Buch echt kaufen? Scheiß drauf, ich kaufe mir jetzt einfach. Was kann ich euch bringen? Vorerst nichts. Aber so wieder da. Würdet ihr euch einen Moment setzen? Wohl kaum. Ich bin ein anständiges Mädchen. Und jetzt arbeite ich. Jetzt ist sie auf einmal wieder ein anständiges Mädchen. Seid nicht zornig. Nur ein Blinder könnte euch ignorieren. Ihr habt wahrlich eine Art mit den Frauen. Was kann ich euch bringen? Erstmal nichts. Bis später. Schade. Antiquar. Verdammt. Pech. Ich hab was wie mein Blut. So. Überfeldpflanzen. Ja, möchte ich kaufen. Hab ja noch 600. Überfeldpflanzen. Das Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, Schöllkraut, Balisa, Krähenauge, Berberohr und Sewand. Es ermöglicht, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu gewinnen. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Zutateneintrag hinzu. Danke. So. Es ist wirklich ziemlich schwer, irgendwelchen Dialog zuzuhören, wenn du die ganze Zeit redest.
Vielleicht soll ich nicht unbedingt Witcher spielen, während du das Let's Playst. Ist vielleicht sinnvoller, ja. Gut, dann kann ich das Buch erstmal wegbringen. Sumpfungeheuer hatte ich gelesen, ne? Nö. Nicht? Du hast doch wieder gefunden, doch, hab ich gelesen. Ich habe jetzt auch mal einen Frauenhandschuh gefunden. Wow, ziehst du mich Wäsche an? Ja, normal. Was? Ich möchte was einlagern, und zwar das Buch und das Buch. Scheiße, ey. Ist übrigens ziemlich laut, wenn man so einatmest. Okay. Also es ist sehr laut, also ich weiß nicht, ob es in der Video ist. Ich lese jetzt nochmal 2 Stunden vor, also du kannst mich gerne muten, wenn du willst. Ich weiß nicht, wie das geht. Teamspeak? Ja, weiß ich nicht, wie das geht. Ich mute mich kurz, okay? Nein, musst du nicht, ist okay. Okay, dann lese ich jetzt mal 6000 Einträge vor. Wo soll ich denn anfangen? Charaktere? Charaktere geht am schnellsten, ne? Wahrscheinlich. Abigail. In einem Haus im Umland lebt eine Hexe namens Abigail. Die Dörfler kaufen zwar Kräuter und Tränke bei ihr, sind ihr jedoch feindlich gesonnen. Kann ich nicht verstehen, das ist ganz cool. Alvin. Ein Junge namens Alvin konnte dem Angriff der Bargästen entkommen. Der seiner Pflegemutter das Leben gekostet hatte. Als Folge des Schocks sagte er die Zukunft voraus und rezitierte die Prophezeiung der Isline. Ich vermute, Alvin ist eine Quelle. Er besitzt magische Kräfte, die er nicht kontrollieren kann. Berengar. Wesemir erwähnte einen Hexer, der Kaer Morhen vor meiner Ankunft verlassen hat. Sein Name ist Berengar. Berengar wurde vor meiner Ankunft im Umland gesehen. Er schloss einen Vertrag über die Bestien, verschwand dann aber. Vielleicht hat er Angst vor den Ungeheuern. Declan Löwarden. Ich begegnete Declan Löwarden, einem reichen Kaufmann aus Nilfgaard, in einem Gasthaus im Umland. Löwarden schien ein erfindungsreicher und wohlhabender Mann mit besten Verbindungen zu sein. Er lebt im Händlerviertel von Wismar. Tagsüber findet man ihn beim Deich. Wo ist hier ein Deich? Was? Wo ist hier ein Deich? Warum, was mit Deich? Tagsüber findet man ihn beim Deich, wo er seinen Geschäften nachgeht. Ja, das ist für später, wenn du dann im nächsten Gebiet bist, da gibt's dann einen Deich, also. Ah, okay. Da ist er bei mir jetzt zum Beispiel. Der Professor. Einer der Anführer des Angriffs der Salamandra auf Kaer Morhen war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Meuchler. Der andere Anführer war ein Magier. Eskel. Der ruhige und vernünftige Hexer aus Kaer Morhen ist mein Gefährte. Ich frage mich, woher seine entstellende Narbe stammt. Scheiße! Geheimnisvoller Magier. Der Magier griff Kaer Morhen an, weil er in die Festung verwahrte Hexergeheimnisse stehlen wollte. Einer der Anführer der Streitmacht, die Kaer Morhen angriff, war ein so mächtiger Hexenmeister, dass nicht einmal Triss Marigold ihm trotzen konnte. Die Organisation, die er anführt, trägt das Symbol des Salamanders. Eines Salamanders. Scheiße, das sind nochmal so viele. Okay, der Part wäre jetzt theoretisch zu Ende, aber wir überziehen mal und lesen einfach nochmal die ganzen Sachen vor. Das machen wir jetzt am Ende von jedem Part so. Dann könnt ihr abschalten. Das ist ziemlich viel. Ich weiß. Dann passiert aber nichts Interessantes mehr, dann können sie einfach abschalten, wenn sie nicht mehr wollen. Ja. Also wahrscheinlich jeder. Geistlicher. Anführer der Bewohner des Umlands ist ein dominanter Priester des ewigen Feuers, der sich Geistlicher nennt. Seine Autorität umfasst nicht nur das Reich des Spirituellen. Die Leute aus Stadt und Dorf im Umland befolgen seine Befehle in jeder Hinsicht. Der Geistliche ist ein religiöser Fanatiker und Scheinheiliger. Er findet mühelos Schuld, wo es keine gibt, und übersieht wahre Untaten. Der Geistliche lebt in der Stadt, gleich links vom Tempel. Tagsüber betet er entweder oder er kümmert sich um den Schrein. Kalkstein. Dieser zerstreute Alchemist macht einen netten Eindruck, aber es ist offensichtlich, dass ihm seine wissenschaftlichen Theorien mehr am Herz liegen als die frosalscheren Aspekte des Lebens. Was sind frosalserische Aspekte? Das sind Sachen. Verdammte Scheiße! Ich spreche kein Altekotenisch oder so.
Lambert. Der jüngere Hexer, den ich in Kaer Morhen traf, hatte wirklich eine scharfe Zunge. Triss Meringold gegenüber ist er besonders unhöflich. Er spricht sie mit ihrem Nachnamen an. Ja, und wir bumsen sie. Das hat er nicht gesagt. Wir knallen sie nur weg. Leo. Leo ist der jüngste Bewohner von Kaer Morhen. Gewesen. Er ist kein vollwertiger Hexer, denn obwohl er seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde er noch nicht der Mutation unterzogen. Leo macht einen unerfahrenen, hitzköpfigen Eindruck, aber er ist gutherzig und freundlich. Es scheint, dass Leo von mir fasziniert ist. Ich wurde sein Idol, als er die Balladen über den Weißen Wolf gehört hatte. Leo wurde vom Professor getötet, einem Rädelsanführer des Angriffs auf Kaer Morhen. Der Junge war zu hastig und zu unerfahren. Ich konnte ihm nicht helfen, obwohl ich direkt neben ihm stand. Ja, du hättest nicht vielleicht 10 Sekunden früher dein Schwert werfen sollen. Odo. Die wohlhabendste Person im Umland ist ein grimmiger Trunkenbold, der sein Vermögen von seinem Bruder geerbt hat. Odo ist misstrauisch und geizig. Woher wissen wir das? Er hat nur erzählt, dass sein Bruder in der Armee war. Egal. Er lebt am Rande des Dorfes in einem eingezäunten Haus mit einem hohen Tor. Danke. Shahin. Kurz nach meiner Ankunft im Umland traf ich Shahin, eine alte Bekannte von früher, unter Shani. Dramatischen Umständen. Shani. Ja, Shani, kein Hin. Shani hat sich leidenschaftlich der Medizin verschrieben. Und sie hat viel zu tun im Umland. Daher konnten wir nicht plaudern. Ich habe den Eindruck, dass mich dieses vernünftige, intelligente Mädchen sehr mag. Ist ja auch rothaarig. Wollte ich auch gerade sagen. 3 rothaarige hintereinander. Vielleicht sogar 4. Vanessa ist, glaube ich, auch rothaarig. Wer? Venza. Nee, Wesemir ist nicht rothaarig. Triss Meringold. Ich weiß. Oh, da ist sogar ein Herzchen neben. Oh, ja. Das gefällt mir. Man kriegt Karten von den Charakteren. Also von Triss zum Beispiel, als man mit ihr das Bett ausprobiert hat. Von wen? Von Charakteren. Achso, von Nutten oder was? Nee, von einer Person, die du wahrscheinlich schon kennst. Von Venza. Von Vesna. Ich spoiler mal nicht. Habe ich das jetzt verkackt wegen der Windmühle oder geht das noch? Ich sage dir von Vesna ist nicht, weil ich bin gleich erst zu der Windmühle hingegangen. Ich glaube, die ist bei mir gestorben oder so. Oh, okay. Weil ich kann mich an die Quest nicht mehr erinnern. Okay, Triss Meringold. Zusammen mit mir und den anderen Hexern kämpfte Triss bei der Verteidigung von Kaer Morhen. Die Zauberin stellte sich dem mysteriösen Magier entgegen, einem der Anführer des Angriffs. Sie wurde verletzt und verlor das Bewusstsein. Ironischerweise ist Triss allergisch gegen Magie und kann nur mit natürlichen Heiltränken wieder... Ist klar, sie ist Magierin und allergisch gegen Magie. Ja. Triss Meringold ist meine Freundin. Sie sah mich sterben und meine Rückkehr in der Welt der Lebenden überraschte sie. Triss ist eine Zauberin und eine der einflussreichsten und begabtesten ihrer Art. Sie hat zahllose mächtige Freunde und kennt auch die Hexer von Kaer Morhen. Außerdem gehört sie zu den wenigen, die den Weg zu der Festung kennen. Ich habe das Gefühl, dass Triss mich sehr mag. Kommt vielleicht, weil sie deine Freundin ist. Nach Leos Beerdigung teleportierte sich die Zauberin nach Wismar. Sie wollte ihre weitreichenden Kontakte nutzen, um Informationen über die Salamandra zu sammeln. Triss versprach mich aufzusuchen, sobald ich in Wismar eintreffe. Wisima. Gott. Wisima. Sorry, dass ich lebe. Hörst du den Charakteren nicht zu, wenn sie mit dir reden? Kaum. Mann, da reden so viele mit mir. Ja, hallo, ich bin Wesemir. Ich bin eine Kellnerin und ich wohne in Wismir. Ja, genau. So war die Konversation bestimmt. Scheiße, ich muss. Oder ich bin Shahin. Scheiße. Ich hab's nicht so mit dem Vorlesen. Ja, vor allem nicht mit einfachen Namen. Ich meine, ich verkacke meistens so die Grammatik und die Satzstellung dabei, wenn ihr was vorlese, aber du, da steht ein Wort und das liest du falsch vor. Und dann die ganze Zeit. Scheiße. Ja, Wesemir. Oder Wesemir. Wesemir heißt er, glaube ich. Ja.
knapp. Wespen. Ja, was? Sie nennt uns auch Geralt und nicht Geralt von Riva. Sie sagt einfach nur Geralt. Ich glaube, Riva, das ist eine Lüge. Nein, das stimmt nicht. Ich weiß. Wesemir ist der älteste und erfahrenste Hexer. Wahrscheinlich älter als Kaer Morhen selbst. Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Wesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Viele Jüngere könnten ihn um seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Er hat zahlreiche Hexer erzogen, mich eingeschlossen. Seine Schüler behandeln ihn wie einen Ziehvater. Leo war vermutlich der letzte Schüler des alten Hexers. Der Tod des jungen Mannes hat ihn tief erschüttert. Hat nicht so gewirkt. Doch. Er gehört zu den wenigen, die den Angriff auf Kaer Morhen überlebten. Der Hass, den viele Leute für Hexer empfinden, ist ihm bestens bewusst. Er ist der einzige Überlebende, der den damaligen Angriff überlebt hat. Hast du nicht zugehört, Junge? Mann, ey. Unprofessionell. Ich dachte gerade, er meint den Angriff, also der halt einfach des Spiels war, weil wer hat das denn nicht überlebt? Leo. Außer Leo. Ja. Wir haben alle überlebt, also waren ja auch kaum welche. Na gut, dann hoffe ich, hat der Part gefallen, obwohl wir jetzt nochmal 2 Stunden gelesen haben. Und man sieht sich morgen wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.